Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Weshalb machen wir diese Reihe? Wir wollen versuchen, mit dieser Reihe zwei Linien zu verbinden. Die eine Linie ist so ein bisschen gekennzeichnet durch die Aktivitäten im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung an 59 Standorten in Deutschland. Nicht zuletzt über diese Qualitätsoffensive, aber auch außerhalb natürlich gab es in den letzten 10, 15 Jahren eine ganze Reihe von Transformationen, von Aktivitäten, von Weiterentwicklungen, auch von Aufwertungen oder Qualitätssicherungsmaßnahmen an den Lehrerbildungsstandorten in Deutschland. Deswegen gibt es viele Akteure, die vor Ort kontinuierlich versuchen, die Lehrerbildung weiterzuentwickeln und zu verbessern. Das ist die eine Linie. Die zweite Linie ist die Forschungslinie. Es gibt einen zunehmenden Forschungsstand und Forschungsdiskurs in der Community über Befunde, über Forschungsmöglichkeiten zur Lehrerbildung oder zu affinen Themen der Lehrerbildung, etwa zu hochschuldidaktischen oder professionsbezogenen Themen. Und wir wollen versuchen, über diese länger angelegte Veranstaltungsreihe sowohl die Akteure, die täglich an den Standorten die Lehrerbildung gestalten, als auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammenzubringen in einem gemeinsamen Diskurs. Und so versuchen wir über diese Reihe grundlegend wichtige Themen für die Lehrerbildung vor Ort hier zu platzieren und den Forschungsdiskurs dazu vorzustellen und mit Ihnen auch zu führen. Dazu also herzlich willkommen, und wir haben diese Veranstaltungsreihe entwickelt gemeinsam mit vier Standorten, nämlich Dresden, Hannover, Münster und Tübingen. Und Nina Beck wird nun diese beteiligten Akteure hier kurz vorstellen. Ja, genau. Also unsere Reihe ist wie wir finden, außerordentlich bereichernde nationale Kooperation von vier großen Standorten in der Lehrerbildung oder Lehrerbildungsforschung. Sie wird organisiert und verantwortet durch Axel Gehrmann und Manuela Niethammer von der Technischen Universität in Dresden, dann von Katharina Müller und Sascha Schanze von der Uni Hannover, Manfred Holodinski und Ulrike Weiland von der Universität Münster, sowie Thorsten Bohl und mir, Nina Beck von der Universität Tübingen, als heutige Gastgeberinnen. Das Thema der heutigen Sitzung mit dem Titel Ungewissheit des pädagogischen Handelns als Herausforderung der Lehrerinnen und Lehrerbildung, strukturtheoretische Perspektiven, betrifft ja eine konstitutive Problemstellung pädagogischen Handelns bzw. unterrichtlichen Handelns. Mit Blick auf den Umgang bzw. die Erklärung oder das Verständnis mit dieser Ungewissheit existiert eine große Spannweite an teilweise konkurrierenden, teilweise sich aber auch ergänzenden Forschungsarbeiten, Theorieangeboten und Handlungsoptionen. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung sind dies insbesondere der, ist Ihnen allen bekannt, kompetenzorientierte, berufsbiografische oder der strukturtheoretische Ansatz. Und letzterer steht eben heute im Fokus unserer Veranstaltung. Ja, wir freuen uns sehr dazu, Rolf Thorsten Kramer, Petra Herzmann und Anna Moldenhauer als Vortragende und Diskutanten dazu gewonnen zu haben. Wir werden Ihnen die drei Vortragenden, unsere drei AkteurInnen, nun kurz vorstellen. Thorsten beginnt. Ja, wir begrüßen herzlich Rolf Thorsten Kramer, Professor für Schulpädagogik und Schulforschung an der Universität Halle-Wittenberg. Er hat promoviert und habilitiert in Halle-Wittenberg, hatte eine Professur in Kassel und wechselte 2014 an die Universität Halle-Wittenberg. Seine Forschungsschwerpunkte befinden sich unter anderem in den Themenfeldern Bildungslandschaften, Teilhabe, Bildungsungleichheit. Er ist ein Bourdieu-Kenner. Er hat unter anderem geforscht zu Selektionsereignissen in Schulkarrieren, ist auch ein Kenner von Generationsbeziehungen von Kindheit und Jugend heute. Ein aktuelles Projekt von ihm ist das DFG-Graduiertenkolleg Fachlichkeit und Interaktionspraxis im Grundschulunterricht, das die Universitäten Halle und Kassel gemeinsam entwickelt haben. Wir freuen uns sehr, Herr Kramer, dass wir Sie gewinnen konnten für die heutige Veranstaltung. Nochmal herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, Petra Herzmann als unsere Critical Friend vorstellen zu dürfen. Petra Herzmann ist Professorin für empirische Schulforschung mit dem Schwerpunkt qualitative Methoden an der Universität zu Köln.
Zuvor war sie unter anderem an den Universitäten Hamburg und Saarbrücken. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Professionalisierung und Professionalität von Lehrerinnen, vor allem im Kontext universitärer Lehrerbildung, des forschenden Lernens und der Kasuistik. Dann in der rekonstruktiven Schul- und Unterrichtsforschung und hier vor allem im Kontext von Inklusion. Weiterhin zählt zu ihren Forschungsfoki oder Hauptschwerpunkten die Methodologie und Methoden rekonstruktiver Schul-, Unterrichts- und Professionsforschung. Allen bekannt ist Ihnen sicherlich eine aktuelle Publikation von Frau Herzmann, sie gemeinsam mit Kollegen verfasst hat. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, Theorien und Erkenntniswege schul- und berufspraktischer Studien. Ja, wir begrüßen herzlich Anna Moldenhauer als unsere Vertreterin der Next Generation. Sie ist Professorin für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Schulforschung an der TU Dresden, war zuvor in Hildesheim, Osnabrück und Berlin. Sie forscht unter anderem zu Schultheorien, hier unter anderem mit dem Schwerpunkt Transformationen von Schule. Sie ist eine ausgewiesene Kennerin qualitativ rekonstruktiver Sozialforschung und forscht im Bereich Professions- und Lehrerbildungsforschung und im Bereich Inklusion. Ein aktuelles Projekt von ihr ist es von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Graduiertenkolleg Inklusion, Bildung und Schule. Ja, wie immer haben wir diese drei Referenten, Referentinnen der Reihe nach, die jetzt gleich berichten werden. Wir werden direkt übergehen, werden also diese folgenden drei Vorträge nicht mehr unterbrechen und anschließend folgt dann die Diskussion. Nochmal herzlich willkommen an Sie drei und wir starten nun mit dem Vortrag von Herrn Kramer und wechseln dazu die Folien. Vielen Dank für die Begrüßung, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Vielleicht eine kleine Anmerkung zur Vorstellung gerade eben. Also das Graduiertenkolleg Soziale Interaktion und Fachlichkeit im Grundschulunterricht, das ist natürlich nicht mein Graduiertenkolleg, sondern das ist eine Antragsgruppe und Sprecherin sind der Georg Breitenstein und Friederike Heinze. Aber ich gehöre zu der Gruppe dazu und bin auch sehr froh, dass wir das erfolgreich haben beantragen können. Man sieht jetzt die Anfangsfolie von mir und merkt vielleicht auch, dass da ein bisschen auch noch eine kleine Änderung sich eingeschlichen hat in dem Untertitel. Ich spreche also nicht mehr nur zu strukturtheoretischen Perspektiven, sondern habe daraus Struktur- und Praxistheoretische Perspektiven gemacht. Und das ist eine wichtige Ergänzung und Erweiterung. Das ist mir jetzt auch nochmal sehr klar geworden in der Vorbereitung, weil die Praxistheorie möglicherweise auch in der Lage ist, Ungenauigkeiten oder Unklarheiten der strukturtheoretischen Perspektive auch nochmal aufzunehmen und da Lösungen für anzubieten. Also das ist der Untertitel und ich verstehe das Ganze eigentlich, ich weiß nicht, wie das die anderen gemacht haben, als eine Einladung, tatsächlich auch über Perspektiven auf die LehrerInnenbildung nachzudenken. Und das mache ich eben jetzt in einer, man könnte sagen, vierstufigen Argumentationskette zu der ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. Ich steige ein mit der Darstellung des Ausgangspunktes meiner Überlegung, um einfach auch transparent zu machen, woher die Überlegung kommt, was die Position ist, von der aus ich das mir anschaue. Es geht also im Grunde um die Frage, was für ein Referenzpunkt liegt hier zugrunde. Und für mich ist das die Frage, also wie will man eigentlich das Studium im Lehramt konzipieren. Und es gibt zwei Konzeptionsmöglichkeiten, die für mich eigentlich nicht in Frage kommen. Das sind, man könnte das auch so nennen, eigentlich negative Gegenhorizonte, von denen ich mich auch abzugrenzen versuche. Nämlich einmal die Idee, dass man das Studium im Grunde ohne konkreten Bezug auf die berufliche Handlungspraxis der Absolventinnen entwirft und in gewisser Weise vor allen Dingen als eine Form der Selbstrekrutierung für die Bildungswissenschaften, also für die wissenschaftliche Disziplin. Das ist eine Konzeption des Studiums, die in hohem Maße ja von einer Praxisindifferenz gekennzeichnet ist, der es eigentlich, so könnte man es salopp sagen, egal ist, was da jetzt in Praxis wirklich passiert, wenn es um die Ausgestaltung von Studium geht. Und das ist eine Position, die hier nicht in Frage kommt. Eine zweite gegenläufige Position wäre die, das Studium für das Lehramt als eine Form zu verstehen. Und das kann gut sein, dass da einige auch hier im Zuhörerkreis mit sitzen,
die vor allen Dingen dazu da ist, in ein berufliches Handeln und in berufliches Können einzuüben, also beispielsweise auch stark das Studium mit Praxisanteilen und Praxisphasen zu versehen, mit Konzepten und Begriffen des Trainings, des Coachings, im Grunde auch des praktischen Kompetenzerwerbs. Das wäre eine Position, die eben sehr stark sich auf die berufliche Handlungspraxis als eine Form der Praxisanleitung bezieht. Beides steht sich kontrastierend stark gegenüber und beides ist also für mich quasi nicht, kommt für mich nicht in Frage und ich suche im Grunde nach einem Weg, man könnte sagen eher dazwischen. In einer Weise, dass ich eine Praxisbedeutsamkeit des Studiums versuche zu entwerfen, die nicht als eine Praxisanleitung gemeint ist. Und um das zu machen, muss man sich auf das pädagogische LehrerInnenhandeln in dieser beruflichen Handlungspraxis beziehen. Und da entstehen eine Menge Herausforderungen, über die ich heute sprechen will. Eine letzte Vorbemerkung zum Ausgangspunkt. Ich rede also ausschließlich über die erste Phase der Lehrerbildung, also das Studium tatsächlich an der Universität oder Hochschule. Und ich spreche hier auch nur über den Bereich, der eben die erziehungswissenschaftlichen oder bildungswissenschaftlichen Studienanteile betrifft. Ich kann nichts sagen zu den fachbezogenen oder auch fachdidaktischen Anteilen, wobei ich vermute, dass es da auch eine gewisse Nähe zu den fachdidaktischen Anteilen gäbe, aber das ist nicht mein Gesprächsgegenstand hier. Gut, so viel zum Ausgangspunkt, der hoffentlich klar ist. Und dann starte ich mit dem ersten wichtigen Argumentationsschritt, nämlich der Betrachtung der beruflichen Anforderungslogik des pädagogischen LehrerInnenhandelns. Eine Betrachtung, die ich verbinde mit der Frage, ob man beim LehrerInnenberuf oder beim pädagogischen LehrerInnenhandeln von einem besonderen Beruf sprechen kann. Also deshalb diese Überschrift mit Fragezeichen. Die Kennzeichnung besonderer Beruf ist vielleicht einigen TeilnehmerInnen hier auch bekannt, ist eine Formulierung, die aus der klassischen Berufssoziologie stammt, im Versuch, Professionen als einen besonderen Typus von Berufen zu kennzeichnen und von üblichen Berufen auch abzugrenzen. Und es gibt eine Person, die das für den deutschsprachigen Raum in besonderer Weise auch herausgearbeitet hat, und das ist Ulrich Oevermann, auf den ich mich hier auch vor allen Dingen beziehe. Sie wissen das alle auch, ich werde es auch noch ein paar Mal sagen, diese Position ist dann ja von vielen auch aufgegriffen worden, weiter bearbeitet worden. Und hier ist allen voran auch Werner Helzberg zu nennen, der noch einige Male auch auftauchen wird auf dem Folien. Gut, es geht also um die Frage, was ist die Anforderungslogik des pädagogischen LehrerInnenhandelns? Und ich bestimme die im Anschluss an Oevermann so, dass im Zentrum die Planung, Gestaltung und Begleitung von fachlichen und überfachlichen Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozessen der SchülerInnen steht. Man könnte sagen, im auch Vergleich zu anderen Professionen geht es hier um eine beruflich spezifizierte Zuständigkeit, und das ist eine Zuständigkeit, die hat etwas mit einer stellvertretenden Krisenbewältigung, allgemein professionssoziologisch für Klienten, im Besonderen jetzt für SchülerInnen als Lernende zu tun, um lebenspraktische Autonomie herzustellen, wiederherzustellen oder eben zu sichern. Und diese Zuständigkeit erfordert eine besondere Wissensbasis, die aber, und das ist fast noch zentraler, nicht einfach technologisch oder in den Worten von Oevermann ingenieurial angewendet werden kann, sondern eben immer fallbezogen und interventionspraktisch anzuwenden ist. Und auch daraus folgt, dass für diese Praxisform eine besondere gestaltete Beziehung erforderlich ist, nämlich eine Beziehung, wieder allgemein gesprochen, zu den Klienten oder konkret zu den Lernenden, den SchülerInnen und Schüler, die deren Mitwirkung in dem Prozess der Herstellung, der Sicherung der lebenspraktischen Autonomie auch erlaubt, auch aktiv unterstützt, und das erfordert ein Vertrauen auch in die gestaltete Beziehung. Es erfordert eine Akzeptanz, eine Anerkenntnis der jeweils schon erreichten lebenspraktischen Autonomie in einem Arbeitsbündnis. Jetzt könnte man bis dahin wahrscheinlich sagen, das ist ja noch nicht, das ist vielleicht für manche Ohren etwas schräg, aber auch noch nicht jetzt so ganz ungewöhnlich, was ist da jetzt das Besondere dran? Und das Besondere daran ist,
dass die Lernbildungs- und Entwicklungsprozesse, über die man hier spricht, wenn man sie strukturtheoretisch analysiert, etwas mit der Entstehung des Neuen zu tun haben und darin hochkrisenhaft sind. Das kann man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, wenn man das auf spezifische Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozesse bezieht. Also weiß ich nicht, zum Beispiel das Fahrradfahren lernen oder das Schwimmen lernen, aber auch das Schreiben lernen oder auch das Erlernen von ersten grundlegenden Rechenoperationen in der Schule. Und dann kann man sich vielleicht schon ein bisschen mehr vorstellen, das sind also jetzt keine geradlinigen, völlig harmonischen oder einfach herzustellenden Prozesse, sondern das sind also sehr komplexe, dynamische Prozesse, die eben auch was mit einer mobilisierten Abwehr zum Teil zu tun haben. Und daraus folgt die Ableitung, dass das pädagogische LehrerInnenhandeln hier etwas auch mit Krisenbewältigung zu tun hat. Und man könnte auch weitergehen, Werner Hetzbach hat das im Anschluss an Ulrich Oebermann auch getan, weil man sagen kann, also die Lehrperson ist nicht nur zuständig für die stellvertretende Bewältigung von Lern-, Bildungs- und Entwicklungskrisen, sondern sie ist eigentlich auch eine Instanz, die systematisch in genau diese Krisen hineintreibt. Man könnte sagen, auch hineintreiben muss, weil sie ja in der Umsetzung bestimmter Erwartungen an die Wissens- und Normvermittlung in der Schule, also über Curricula, über Bildungsstandards, eigentlich ja den Schülern zumutet und abverlangt, dass sie sich genau eben mit neuen Inhalten auseinandersetzen und die sich aneignen. Und insofern kann man von der Lehrperson im pädagogischen Handeln nicht nur als einen Krisenbewältiger, sondern eben auch als einen Kriseninitiator sprechen. Hinzu kommt, also neben dieser komplexen Dynamik der Entstehung des Neuen und der darauf bezogenen krisenhaften Qualität, Erfahrungsqualität, die das hat, die Nichtstandardisierbarkeit des pädagogischen Handelns, auch des pädagogischen LehrerInnenhandelns, oder die sogenannte fehlende Technologie. Hier beziehe ich mich auf eine prominent gewordene Formulierung von Luhmann Schor 1988, also das sogenannte Technologiedefizit. Das ist sicherlich auch bekannt in dem Sinne, dass es eben keine sichere Zweck-Mittel-Relation gibt und geben kann dafür, mit welchen Vermittlungshandeln man welche Wirkungen erzeugt und damit auch Erfolg in gewisser Weise garantiert und herstellt. Aus dem allen folgt für mich, dass das pädagogische Lehrerinnenhandeln als ein professionelles Handeln zu bezeichnen ist, eine gesteigerte Praxisform kennzeichnet gegenüber anderen Praxisformen, weil es um eine Verantwortung und eine Zuständigkeit ja für andere und nicht für sich selbst geht. Und da kommen eine ganze Menge von Merkmalen, besonderen Merkmalen zusammen, die es aus meiner Sicht rechtfertigen, hier von einem besonderen Beruf und einer besonderen Ansprüchlichkeit auch zu sprechen, nämlich eine hohe Verantwortlichkeit, die man für diese Lernbildungs- und Entwicklungsprozesse der Schülerinnen hat, eine Ungewissheit über die Wirkung, das verbindet sich eben mit der Nichtstandardisierbarkeit, mit der fehlenden Technologie. Das ist im Grunde als Platzhalter auch der Begriff, den ich in den Titel aufgenommen habe. Aber es geht, Sie merken das ja schon, nicht ausschließlich um Ungewissheit. Es geht eigentlich um das ganze Bündel von besonderen Merkmalen, die eigentlich die Professionalisierungsbedürftigkeit des pädagogischen Lehrerinnenhandelns vor allen Dingen bezeichnen. Es geht auch um ein hohes Potenzial an Scheitern und Misslingen, aber dennoch um die Notwendigkeit, auch weiterhin an der Zuständigkeit für diese Lernbildungs- und Entwicklungsprozesse festzuhalten. Man kann also da nicht einfach aufhören. Und es geht um so etwas wie eine gesteigerte Begründungsverpflichtung, dass man eben auch begründen kann, Auskunft geben kann darüber, warum man etwas im Unterricht auf diese oder andere Art und Weise tut. Es gibt ein Zitat, das ich hier mal mit aufgenommen habe, weil es den Kern aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen mit den einzigartigen Worten von Ulrich Oebermann sehr gut trifft. Der Pädagoge ist also der Strukturlogik seines Handelns nach Geburtshelfer im Prozess der Erzeugung des Neuen und nicht umgekehrt wie im Nürnberger Trichtermodell Agentur der Anpassung des neuen Lebens an das alte Wissen und die alten Normen. Das
könnte jetzt auch zu Missverständnissen einladen, deshalb ein kurzer Kommentar zum Zitat. Also mir geht es vor allen Dingen um den ersten Teil, um die Zuständigkeit für den Prozess der Erzeugung des Neuen und Geburtshelfer als Metapher, als Analogie für eine berufliche Zuständigkeit, die nicht einfach sozusagen von außen extern und technologisch herzustellen ist, sondern die gerade ja die Mitwirkung und die stellvertretende Unterstützung und Bewältigung kennzeichnet. Dass es dabei auch um Anpassung geht, gibt aus meiner Sicht eigentlich nicht zu leugnen. Das kann man sich ja klar machen, dass natürlich Wissensvermittlung, Normvermittlung in der Schule durch Lehrpersonen in hohem Maße ja vordeterminiert und vorbestimmt ist, im Grunde kanonisiert und immer natürlich angepasst an die soziale Ordnung der jeweils herrschenden Gesellschaftsformationen. Aber für den Einzelnen, der sich das anzueignen hat, für den Lerner, das sich bildende Subjekt, ist das ein Prozess der Transformation und der Entstehung des Neuen. Das ist mir wichtig. Als letzte Folie zu diesem ersten Argumentationsblock fasse ich noch mal ein bisschen weiter zusammen. Es geht aus meiner Sicht damit um ein berufliches Handeln, das durch eine paradoxe Interventionslogik gekennzeichnet ist. Das sogenannte Eingriffsrecht, das Lehrpersonen in diesen Vermittlungsprozessen ja ausüben und wo sie mit ihrem Tun und auch in ihrem Unterlassen ja für genau diese Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozesse stellvertretend mitverantwortlich sind. Und es geht auch um die Paradoxie, dass durch diese Eingriffe das, was eigentlich hergestellt und gefördert werden soll, nämlich die lebenspraktische Autonomie der Lernenden, dass das darin auch potenziell eingeschränkt werden kann. Es gibt die Widersprüchlichkeit, die im Begriff des doppelten Mandats etwa auch diskutiert wird, nämlich eine Mandatschaft von professionellen Akteuren, einmal für den Klienten, in dem Fall für die Lernenden, also die Schülerinnen und Schüler, aber eben auch ein Mandat für die Gesellschaft. Das hatte ich gerade ja schon ein bisschen ausgeführt in Bezug darauf, dass die Inhalte der Vermittlung oder auch die Normen und Werte, um die es geht, natürlich nicht individuell beliebige eigene Inhalte und Normen und Werte sind, sondern immer auch gesellschaftlich legitimierte, anerkannte, auch erwartete und damit vorherrschende Inhalte, Normen und Werte. Und es gibt das Konzept der Antinomien des Lehrerinnenhandelns, das wäre nochmal eine Referenz zu Werner Helzberg, der das ja sehr intensiv ausgearbeitet hat. Das werde ich jetzt aber gar nicht vertiefen und belasse es bei der Andeutung. Klar wird, es gibt also da eine ganze Menge von Spannungen und Widersprüchen. Ich fasse das mal mit der Formulierung zusammen, dass mit all dem man eigentlich sagen kann, das pädagogische Lehrerinnenhandeln ist also alles andere als ein einfacher Beruf oder eine einfache berufliche Anforderung. Es ist hochkomplex, es ist hochanspruchsvoll, es ist hochwidersprüchlich und es ist in dem Sinne eben auch professionalisierungsbedürftig und erfordert deshalb auch anders als andere Berufe eine besondere Klärung über die spezifischen Merkmale auch dieser pädagogischen Zuständigkeit der Wissens- und Normvermittlung. Es erfordert Klarheit in Bezug auf die Herstellung und Aufrechterhaltung pädagogischer Arbeitsbündnisse. Es erfordert eine Fähigkeit zu Distanz, Reflexion und Kritik gegenüber der schulischen und unterrichtlichen Wirklichkeit als komplexe, dynamische Praxis. Soweit der erster Schritt, jetzt kommt der Teil, wo ich praxistheoretische Perspektiven explizit hinzuziehe. Von Praxis war ja schon die Rede. Und man könnte auch sagen, dass in den Vorschlägen von Ulrich Oebermann oder Werner Helzberg auch praxistheoretische Anleihen drin sind. Aber es gilt eigentlich, das aus meiner Sicht weiter zu schärfen. Und ich würde das tun in der Weise, dass mit praxistheoretischen Perspektiven oder Zugängen ja vor allen Dingen in den Vordergrund gerät, dass wir es beim Lehrerinnenhandeln, bei Unterricht, bei Schule, wie bei jeder anderen sozialen Praxisform auch vor allen Dingen eben mit routineförmigen, impliziten Geschehensabläufen zu tun haben. Das ist also aus meiner Sicht keineswegs trivial, sondern hochbedeutsam, weil damit eigentlich auch ein Stück erklärt wird, warum an vielen Stellen Praxis so ist, wie sie ist oder eben gerade nicht so ist, wie man sie gerne hätte oder wie man sie gerne auch entwickelt haben möchte. Und das hat mit diesem routineförmigen impliziten Modus zu tun. Das hat damit zu tun, dass Praxis in der Regel danach trachtet, Infragestellungen, Irritationen, auch kritische Reflexionen zu vermeiden und eben dazu zu tendieren, sich zu reproduzieren.
Man könnte das so zusammenfassen. Zentral ist und im Grunde fortgesetzt wird das, was in Anführungszeichen funktioniert oder sich bewährt. Das heißt, die Stabilität von Praxis, der schulisch-unterrichtlichen oder pädagogischen genauso wie der anderen, bezieht sich dann aus dem, was als routineförmiges, implizites Geschehen etabliert ist. Und das ist, wenn man sich damit Bourdieu auseinandersetzt, eine Stabilität, die aus dem Zusammenspiel von institutionalisierten Strukturen und den sogenannten inkorporierten Dispositionen, also Strukturen im Habitus, zustande kommt. Und diese habituellen Dispositionen, um die es dann geht, die man genauer in den Blick nehmen kann, sind sozialisatorisch erworben. Das ist der Prozess der Inkorporierung. Und sie sind deshalb also auch stillschweigend und zum Teil auch unbemerkt erworben, auf genau diese Bedingungen auch ihre Hervorbringung abgestimmt und tragen deshalb auch zu deren Fortdauer bei. Man könnte also der Praxis, Schule, pädagogisches Lehrerinnenhandeln, Unterricht, wie jeder anderen Praxis eine Form des sozialen Konservatismus bescheinigen. Und das macht Bourdieu auch in Bezug auf Schule. Und es wird aber noch gesteigert dadurch, dass zusätzlich auch eine Form des kulturellen Konservatismus hinzukommt. Das ist etwas, was Bourdieu hier zusammen mit Passerand also vor einiger Zeit schon als kulturelle Willkür oder auch doppelte kulturelle Willkür analytisch herausgearbeitet haben. Und was sich darauf bezieht, das hatte ich gerade auch schon genannt, dass das, was Gegenstand der Vermittlung in der Schule ist, der gerade in hohem Maße abhängig ist von bestehenden und vorherrschenden Gesellschaftsformationen, vorherrschenden sozialen Ordnungen, sodass also nicht nur eine Selbstreproduktion der Praxis sich vollzieht, sondern auch die Frage eigentlich zu klären wäre, wie Schule, wie Unterricht, wie Lehre handeln eigentlich zusammenhängt und eingebunden ist in Formen der Herrschaftssicherung und der Reproduktion einer kulturellen Ordnung. Und es geht dann in dieser praxistheoretischen Perspektive, die ich hier anbiete oder die ich nochmal aufrufe, vor allen Dingen auch um das Konzept des Lehrerhabitus, das ja für das Lehrerhandeln und eben auch für das pädagogische Lehrerhandeln ganz zentral ist. Und ich verstehe Lehrerhabitus hier im Austausch mit anderen Kollegen auch als Ausbildung von Orientierung und Praxen, also inkorporierten Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata, die als praktischer Sinn, das ist eine Formulierung von Bourdieu, ein routineförmiges Handeln als Lehrperson im Handlungsfeld Schule erlauben und die sich als implizite Handlungsanleitung bewährt haben. Lehrerhabitus entsteht also als eine feldspezifische, eine schulische oder durch schulische Anforderungslogiken, durch pädagogisch-unterrichtliche Anforderungslogiken generierte Fortschreibung bereits früher erworbener Dispositionen, in die auch die Schemata beispielsweise als Schüler mit eingehen und in die vor allen Dingen auch die Schemata des primären familiären Herkunftshabitus mit eingehen. Hier könnte man nochmal auch Werner Helzber einschlägig zitieren, das habe ich jetzt hier vergessen, aber nehmen Sie es als mündliche Anmerkung mit dazu. Das heißt, es geht eigentlich um Habitus und institutionalisierte Strukturen, also das, was in Schule tradiert ist, was an Strukturen hergestellt ist, von der Dreigliedrigkeit bis zur routinierten Unterrichtskommunikation, der Fachsortierung, der Stundenabläufe und so weiter, die gemeinsam Praxis hervorbringen und die gegenüber jetzt gezielten Veränderungen und Gestaltungsabsichten immer auch also die zentralen und eben auch wirkmächtigen Strukturierungen sind, sodass also Veränderungen und gezielte Einflussnahmen auch immer demgegenüber eher eingeschränkt von vornherein sein müssen. Jetzt könnte man an der Stelle, und ich komme dann zum vierten Schritt in dieser Kette der Argumentation, könnte man sich natürlich fragen, also wenn das so wäre, was macht es dann noch für Sinn, über die Gestaltung der Lehrerbildung nachzudenken? Und ich denke, es macht Sinn und ich versuche das jetzt andeutungsweise mit der Idee, die Lehrerbildung wohlgemerkt eben an der Universität in der ersten Phase und hier vor allen Dingen für die Bildungs- und Erziehungswissenschaften als eine Chance der Professionalisierung zu entwerfen, die vor allen Dingen durch Wissenschaftlichkeit
besteht. Und auch hier schließe ich wieder an, also es sind alles keine Erfindungen von mir, an eine schon ja, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre inzwischen in der Diskussion befindliche Idee, die Werner Helsbach eingebracht hat, nämlich die Idee der doppelten Professionalisierung oder auch des doppelten Habitus von Lehrpersonen. Damit ist gemeint, dass Lehrpersonen auf der einen Seite selbstverständlich über ein praktisches Können verfügen müssen, im Sinne auch einer routineförmigen Bewährung. Das ist völlig klar. Also Lehrpersonen, die in gewisser Weise zusammenbrechen, weil ein Schüler die Unterrichtsmitarbeit verweigert oder eine Frage stellt, das ist klar, dass das nichts bringt. Es muss also ein praktisches und routineförmiges Können da sein. Und das zu erwerben, braucht es die Teilhabe an Praxisvollzug. Das ist also etwas, was man nicht in theoretischer Distanz oder gedankenexperimenteller Anschauung erwerben kann, sondern das geht nur als Inkorporierung im Praxisvollzug selbst. Das wäre, könnte man sagen, so etwas wie eine erste Stufe der Professionalisierung. Ich würde an der Stelle vor allen Dingen aber von einer beruflichen Einsozialisation sprechen oder einer Verberuflichung. Und da muss etwas hinzukommen. Und das, was hinzukommen muss, ist in dieser Idee der doppelten Professionalisierung bei Werner Helsbach die Fähigkeit zu einer distanzierten Reflexivität. Und diese distanzierte Reflexivität, die ist wieder ganz anders als das praktische Können, durch die einfache Teilhabe am praktischen Vollzug nicht zu gewinnen. Die braucht also im Gegenteil gerade die Distanz, die Abstinenz, das Einklammern der Handlungspraxis und auch der Zwänge und der Widersprüche der Handlungspraxis, damit sie sich Handlungsdruck entlastet, mit dieser Praxisform auseinandersetzen kann. Und das ist für mich der Teil, der für eine Gestaltung der Lehrerbildung in dem Bereich, den ich hier einbeziehe, ausmachen kann und wo ich die Chance für eine Professionalisierungsbedeutsamkeit auch sehe. Und daraus leitet sich ab, das Plädoyer hier für eine echte Erziehungswissenschaft in der universitären Lehrerbildung. Und das heißt eine echte Erziehungswissenschaft ohne unmittelbare Verwertungs- und Nutzenbindung, ohne vermeintliche Anleitung der Praxis, ohne Vereinfachung und Gelingsversprechen. Es geht also um eine wirkliche, echte Beschäftigung mit erziehungswissenschaftlicher Theorie und Empirie, keine didaktisch aufbereitete, verkürzte Portionierung und auch keine nutzenorientierte Verkürzung. Und damit komme ich, meine ich, auch schon zu meiner letzten Folie. Ich habe das ja deutlich gemacht, hoffe ich, das, was mir hier vorschwebt, was ich in die Debatte hier auch als Position einbringen will, funktioniert nur, wenn man diese Ansprüche an direkte Praxisanleitung oder direkte unmittelbare Verwertung und Nützlichkeit aufgibt und sich von denen auch distanziert. Und das betrifft also zum Beispiel Forderungen, die ja aktuell auch bestehen, mit einer hohen Praxiswirksamkeit, mit hohen Praxisanteilen, mit intensiven, auch einübenden Praktika innerhalb der Universität. Das halte ich wirklich da für eine große Gefahr, einen großen Fehler und vor allen Dingen verschenkt das eben das Potenzial, was eigentlich da ist. Und es ist aber auch eine Gegenposition genauso zu einem Wissenschaftsverständnis in der Lehrerbildung, das Lehrerbildung vor allen Dingen versteht als eine unmittelbare Anleitung für eine richtige, gelingende pädagogische Handlungspraxis von Lehrpersonen, etwa in der Idee einer Evidenzbasierung. Auch das finde ich hier kritisch. Ich würde sagen, davon sollte man sich frei machen in der Lehrerbildung. Man sollte eine intensive theoretische und empirische Auseinandersetzung ermöglichen über einen längeren Zeitraum mit der beruflichen Handlungspraxis von Lehrpersonen, mit Unterricht, mit Schule und darin sozusagen auch mit den komplexen Dynamiken und Widersprüchen dieser Praxisform. Und dann bestünde Hoffnung, dass sich über die Zeit des Studiums und die Dauer dieser Konfrontation und Auseinandersetzung mit dieser Anforderungslogik der Wissenschaft, also mit Erkenntnisbildung, mit Diskurs, mit Kritik, auch so etwas wie ein wissenschaftlich reflexiver Habitus bildet. Eine Gewissheit gibt es dafür natürlich dann nicht, zumindest nicht in meiner Position und mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe, weil natürlich auch das Studium eine Praxisform ist und Habituserwerb im Studium sich eben sozialisatorisch, das heißt wieder unbemerkt und
also nicht curricularisiert vollzieht, aber falls diese Schemata der Distanzierung, der Reflexion und der Kritik inkorporiert werden, und es gibt durchaus gute Gründe davon auch auszugehen, dass das passieren kann, dann können diese Schemata auch im Handlungsfeld Schule und zur Auseinandersetzung mit der pädagogischen Zuständigkeit als Lehrperson genutzt werden. Und das wäre eigentlich das Plädoyer. Da endet natürlich dann die Zuständigkeit auch der Lehrerbildung, denn ob das in der Schule selbst zum Einsatz kommt, das hängt wieder jetzt von der gestalteten Praxis in der Schule selbst ab und der Frage, wie dort Möglichkeiten genau zu dieser Distanzierung, zu dieser Reflexion und dieser Kritik auch eingebaut sind. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und deshalb höre ich auf und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Kramer, ganz herzlichen Dank für diese dichte und auch zeitlich punktgenaue Folien und für den Beitrag hier. Herzlichen Dank und wir machen direkt weiter mit Frau Herzmann als Critical Friend. Frau Herzmann wird keine Folien teilen, sondern direkt zu Ihnen sprechen. Genau, ja, vielen Dank. Ich danke zunächst den Kolleginnen und Kollegen aus Tübingen und den weiteren drei Standorten für diese Erprobung des Formats Fachgespräche und bedanke mich für die heutige Einladung. Im Vorgespräch mit Herrn Bohl haben wir meine Rolle als Critical Friend im Rahmen strukturtheoretischer Professionsbestimmung etwas abgewogen, da ich selbst auch strukturtheoretisch hochschulsozialisiert bin und die Ausführungen jetzt gerade zum Ende hin von Rolf Thorsten Kramer im Hinblick auf die Ausrichtung der universitären Lehrerinnenbildung an der Professionsfigur dieses wissenschaftlich reflexiven Habitus vorbehaltlos teile und deshalb erwartbar ein wenig Mühe hatte, kritisch jetzt auf die Ausführungen auch zu reagieren. Ich erlaube mir deshalb, und so hatten wir es dann auch abgesprochen, vor allem hochschuldidaktische Konkretisierungen vorzuschlagen und damit weitergehende Fragen aufzuwerfen, die auf die von Rolf Thorsten Kramer vorgetragene Überlegung antwortet, wie und inwiefern die Erziehungswissenschaft im Kontext der ersten Phase der universitären Lehrerinnenbildung bei aller Stabilität und Inkorporation zur Herausbildung eben dieses wissenschaftlich reflexiven Habitus beitragen kann. Dabei sehe ich diese Einlassung in Kontinuität dazu, womit sich das Format Fachgespräche von der ersten Veranstaltung an aus meiner Sicht auch beschäftigt, nämlich der Frage nachzugehen, was eine gute und in diesem Fall eben universitäre Lehrerinnenbildung auszeichnet. Und dahingehend unterstelle ich Konsens, aber vielleicht gehe ich damit auch schon zu weit. Das kann ja vielleicht die Diskussion klären. Ich unterstelle Konsens nicht nur für die Strukturtheorie, sondern auch über alle Professionstheorien hinweg. Frau Beck hat sie am Anfang genannt, dass, und jetzt zitiere ich den Vortrag, pädagogisches Lehrerinnenhandeln, die, so hat es Rolf Thorsten Kramer benannt, Fähigkeit zu Distanz, zu Reflexion und zu Kritik gegenüber der schulischen und unterrichtlichen Wirklichkeit erfordert. Wie aber ist diese Fähigkeit zu Distanz, Reflexion und Kritik gegenüber Schule als eben wesentliche Merkmale eines wissenschaftlich reflexiven Habitus anzubahnen? Und auch hier teile ich das von Rolf Thorsten Kramer hervorgehobene strukturtheoretische, ich sage jetzt mal Plädoyer, für eine starke Theorie- und Empirieausrichtung der universitären Lehrerbildung. Meine Anfrage richtet sich auf das damit entstehende Spannungsverhältnis von, und du hast es so schön benannt, echter Erziehungswissenschaft und jetzt nutze ich zur Abgrenzung von deinem Vortrag und einer vielleicht radikaleren Positionierung, als ich sie vertrete, einer, ich frage wie, anzustrebenden, didaktisch aufbereiteten Portionierung. Man könnte in diesem Zusammenhang zunächst fragen, inwiefern die universitäre Lehrerinnenbildung mit ihren modularisierten Studiengängen und in Modulhandbüchern umfangreich ausgewiesenen Kompetenzerwartungen nicht längst schon eine mehr denn je verschulte Erziehungswissenschaft ist und das, was wir tun können, in einem systemtheoretischen Sinne immer schon institutionell präfiguriertes Wissenschaftstreiben darstellt. Diese strukturelle Perspektive ist bei der Bestimmung guter universitärer Lehrerinnenbildung sowie deren Erforschung nicht außer Acht zu lassen,
für meine hochschuldidaktische Frage nach dem Wie der Anbahnung eines wissenschaftlich reflexiven Habitus werde ich nun aber konkreter das echte Wissenschaftstreiben und die didaktisierte Lehrerinnenbildung als eine spezifische Verhältnissetzung auszuloten versuchen, die, das hast du auch benannt, sich der Unhintergehbarkeit der Nützlichkeitserwartung an die universitäre Lehrerinnenbildung, wie Meset und Proske das formuliert haben, in gewisser Weise und bei aller Riskanz stellt. Und diese Verhältnissetzung möchte ich beispielhaft, auch darauf hatte Frau Beck verwiesen, am hochschuldidaktischen Format des forschenden Lernens aufzeigen. Das forschende Lernen war zunächst nicht explizit für die Lehrerinnenbildung gedacht, sondern eine Reformidee der Bundesassistentenkonferenz in den 1970er Jahren, hochschulische Lehre partizipativer und projektförmiger zu gestalten. Auch die viel zitierte Definition Ludwig Hubers, wonach hochschulische Lehre als Beteiligung an Forschung respektive Forschungspraxis zu gestalten ist, denkt zunächst nicht vor allem an die universitäre Lehrerinnenbildung. Bis hierhin geht es also, um mit der Begrifflichkeit von Rolf Thorsten Kramer zu argumentieren, um möglichst echte Forschung bzw. echtes Forschungstreiben. Mit der Adaption forschenden Lernens im Kontext der Lehrerinnenbildung kommt es, und das wissen Sie alle, jüngst durch die 2015 in immerhin 11 Bundesländern eingeführten Praxissemester zu einer entscheidenden Erweiterung der grundlegenden Idee, dass nämlich mittels des forschenden Lernens, und das ist sehr analog zu der strukturtheoretischen Figur eines wissenschaftlich reflexiven Habitus, schulische Praxis und unterrichtliche Routinen kritisch hinterfragt werden sollen. Intendiert ist eine forschende Haltung angehender Lehrerinnen anzubahnen, für die der Einsatz empirischer Methoden hohe Plausibilität gewinnt, denn sie ermöglichen, je nach Fragestellung und Methode, eine an Geltungsansprüchen orientierte Auseinandersetzung mit schulischer Praxis. Wenn Lehrerinnen nur dann, und jetzt zitiere auch ich mal Werner Helsber, legitimiert sind, eine derart verantwortliche pädagogische Arbeit zu vollziehen, wenn sie über wissenschaftlich abgesicherte Wissensbestände und Reflexionsmöglichkeiten verfügen, Zitat Ende, dann kann das forschende Lernen als eine aus meiner Sicht hochschuladäquate Form der Befassung mit beruflicher Praxis eingeordnet werden. Damit ist das forschende Lernen aber nicht mehr, und darauf kommt es mir hier an, zweckfrei, das ist Forschung ja auch nicht immer, beziehungsweise ergebnisoffen, sondern sehr mittelbar in den Dienst einer spezifischen Auseinandersetzung mit dem schulischen Handlungsfeld gestellt. In anderen Worten, das forschende Lernen intendiert die Anbahnung eines wissenschaftlich reflexiven Habitus angehender Lehrerinnen, dessen Fluchtpunkt Schule und Unterricht bzw. die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sind. Damit sind die professionstheoretischen Ansprüche an das forschende Lernen in der Lehrerinnenbildung einerseits als hoch einzuschätzen, da es mit der Arbeit am Habitus um viel mehr geht als um das Beherrschen von Forschungsmethoden im Rahmen des vorgesehenen Studienprojekts. Andererseits sind die Ansprüche an das forschende Lernen im Hinblick auf forschungsmethodische Möglichkeiten in gewisser Weise zu begrenzen. Es sollte aber zumindest, so haben wir es an anderer Stelle formuliert, um die methodische Kernoperation gehen, Daten systematisch Erkenntnis abzuringen. Der Einsatz empirischer Methoden dient dabei aber weniger der Generierung neuen Wissens, wie Forschung dies beanspruchen muss, als vielmehr dem Verstehen der Bedingungen, der Strukturen und auch der Prozesse, an denen die Studierenden vor allem in der späteren Berufstätigkeit beteiligt sind und die sie als Lehrperson maßgeblich mitgestalten werden. Ob diese mit dem forschenden Lernen verbundenen Professionalisierungserwartungen, müsste man sagen, wahr werden, ist vor allem eine empirische Frage, zu der es nach wie vor nur sehr wenige Befunde gibt. Wenn empirische Forschung sich nicht nur damit begnügen will, den forschungsmethodischen Wissenserwerb von angehenden Lehrerinnen im Kontext des forschenden Lernens zu bestimmen, können Forschungen über den operativen Vollzug der Lehrpraxis der universitären Lehrerinnenbildung als vielversprechend eingeschätzt werden. Über die Untersuchung hochschulischer Lehre könnte genau dieser Zusammenhang von Interaktionsroutinen bzw. kommunikativen Praktiken
und deren Bezug zur Produktion von Wissen in der Lehrerinnenbildung weiter aufgeklärt werden. Dass dies anspruchsvoll ist und anspruchsvolle Forschungsdesigns voraussetzt, zeigt etwa das DFG-Projekt Facultas, das die Praxis der universitären Hochschullehre untersucht und im Vergleich der untersuchten Fächer spezifische fachkulturelle Interaktionspraktiken rekonstruieren kann. Für uns als Lehrerinnenbildner ist es interessant, dass sich für die erziehungswissenschaftliche Lehre in der Lehrerinnenbildung anders als für Seminare in Mathematik und Germanistik bisher gerade kein fachgenuiner Interaktionsmodus ausmachen lässt, sondern vielmehr heterogene Kommunikationspraktiken deutlich werden. In einem eigenen Forschungsvorhaben untersuchen wir zurzeit anhand von Audiografien der Vorbereitungsseminare auf das Praxissemester, wie das forschende Lernen dozentenseitig initiiert und zum Gegenstand diskursiver Verhandlungen im Seminar wird. Dabei zeichnen sich für die dozentenseitigen Initiierungen über die beteiligten Fachdidaktiken und die Erziehungswissenschaften hinweg unterschiedliche Rekontextualisierungen des Verständnisses forschenden Lernens ab. Zugleich offenbart sich in der hochschuldidaktischen Aufnahme dieses innovativen Format forschenden Lernens, zumindest weitgehend, und ich spitze das jetzt zu, ein erheblicher Erklärungs- und Legitimierungsbedarf der Dozierenden gegenüber den Studentinnen. Erst auf dieser Grundlage weitergehender Forschung ist es aus meiner Sicht dann sinnvoll, über Veränderungen universitärer Konzeption forschenden Lernens zu diskutieren. Zum Beispiel, ob das forschende Lernen ohne Anbindung an universitär begleitete Praxisphasen besser gelingt. Abschließend sah mir eine letzte Anfrage im Kontext des Wissenschaftstreibens in der universitären Lehrerinnenbildung erlaubt, die ich nur kurz skizzieren kann. Welche Theorien und welche empirischen Erkenntniswege eignen sich eigentlich, einen wissenschaftlich reflexiven Habitus anzubahnen? Unbestritten ist, dass es etwa im Kontext des forschenden Lernens einen Unterschied macht, welches Gegenstandsverständnis von Unterricht oder welches Verständnis von Lernen in der forschenden Beschäftigung grundgelegt und zu einer entsprechenden Untersuchungsfrage etwa für ein studentisches Studienprojekt gemacht wird. Im nicht nur gegenwärtig geführten Lehrerinnenbildungsdiskurs könnte diese Frage dahingehend einvernehmlich beantwortet werden, dass es im Sinne von Freiheit und von Forschung und Lehre sowie einer neuerdings zu vernehmenden multiparadigmatischen Lehrerinnenbildung geboten ist, Lehramtsstudierenden verschiedene Theorien und unterschiedliche empirische Erkenntniswege anzubieten. Dies würde wiederum meines Erachtens voraussetzen, dass den Studierenden diskursive Einordnungen der jeweiligen Theorieangebote und Methodologien mitvermittelt werden. In gewisser Analogie zu Erkenntnissen fächerübergreifenden Unterrichts, wonach Schülerinnen den Mehrwert erst dann verstehen, wenn sie je fachliche Erkenntnisprozeduren der beteiligten Fächer in ihrer Unterschiedlichkeit erfahren. Das wäre dann aber nicht nur im Kontext der gymnasialen Oberstufe ein anspruchsvolles, sondern in jedem Fall für die universitäre Lehrerinnenbildung ein didaktisiertes Vermittlungsgeschehen. Ich schließe meinen Kommentar mit folgendem Fazit und komme auf das anfängliche Zitat noch einmal zurück. Wenn, wie Rolf Thorsten Kramer in Orientierung an struktur- und praxistheoretische Überlegungen präzise ausgeführt hat, pädagogisches Lehrerinnenhandeln die Fähigkeit zu Distanz, Reflexion und Kritik gegenüber der schulischen und unterrichtlichen Wirklichkeit erfordert, würde dies für eine strukturtheoretisch inspirierte Lehrerbildung meines Erachtens bedeuten, universitäres Lehrerbilden als wissenschaftliche Praxis zu entwerfen, die vor allem die Beteiligung an echter Wissenschaft, Erziehungswissenschaft ermöglicht. Soweit d'accord, die aber insofern Zugeständnisse macht und diese zielen nicht auf technologische Praxisanleitung und naive Gelingensversprechung, als sie sich explizit auf das schulische Praxisfeld bezieht. Die professionstheoretisch intendierte Anbahnung eines wissenschaftlich reflexiven Habitus angehender Lehrerinnen kann bei aller Kontingenz
meines Erachtens überhaupt erst durch eine systematisch angeleitete Reflexion des Spannungsfeldes von Wissenschaft und Schule wirkmächtig werden. Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Frau Herzmann. Wir machen direkt weiter mit unserer Vertreterin der Next Generation, Anna Moldenhauer. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Fachgespräch und zu diesem Kommentar und auch für die freundliche Vorstellung. Herzlichen Dank. Ich habe mich, wie Petra Herzmann auch, entschieden, weitgehend ohne Folien zu arbeiten und hoffe, dass Sie mir dennoch gut folgen können. Sie werden feststellen, dass ich keine ganz andere Position vertrete, als sie von Rolf Thorsten Kramer hier differenziert dargestellt und von Petra Herzmann kommentiert wurde. Vielmehr werde ich mich auf Kasuistik als mögliches Format einer LehrerInnenbildung konzentrieren, die sich mit der Ungewissheit pädagogischen Handelns befasst und hiervon ausgehend einige Fragen formulieren, die vor allem das Verhältnis von Reflexivität und Routine betreffen, auf das ich in meinen Ausführungen immer wieder Bezug nehmen werde. Rolf Thorsten Kramer hat dargestellt, dass professionelles LehrerInnenhandeln in vielerlei Hinsicht durch Ungewissheit gekennzeichnet ist. Zudem ist etwa auch vor dem Hintergrund von Befunden der Wissensverwendungsforschung festzustellen, dass das, was gemeinhin als Theorie und Praxis bezeichnet wird, in einem Differenzverhältnis steht. Aus der für pädagogischen Handelns konstitutiven Ungewissheit führt folglich auch das Verfügen über explizites Wissen nicht heraus, sodass Professionalität sich nur in einem als reflexiv zu beschreibenden, fallbezogenen Umgang mit Wissen erweisen kann. Rolf Thorsten Kramer hat das eben sehr detailliert geführt. Das als reflexiv zu beschreibende, fallbezogene Umgehen mit Wissen, dies wäre mir vor dem Hintergrund praktikentheoretischer Perspektiven wichtig zu unterstreichen, ist der Routine nicht einfach entgegenzusetzen. Rolf Thorsten Kramer hat dies mit Bezug auf die Idee des wissenschaftlich-reflexiven Habitus zum Ausdruck gebracht, der einen Teil der doppelten Professionalisierung darstellt, von der er in Anlehnung an Werner Helzber gesprochen hat. Und doch scheint mir in der Idee des doppelten Habitus bezüglich des Verhältnisses von Routine und Reflexivität bislang eine Unschärfe enthalten, wenn praktisches Können im Sinne einer routineförmigen Bewährung der distanzierten Reflexivität entgegengesetzt wird. Hier bedarf es meines Erachtens einer Präzisierung, deren Relevanz ich entlang der Diskussion um Kasuistik in der LehrerInnenbildung verdeutlichen möchte. Die Annahme einer konstitutiven Ungewissheit pädagogischen Handelns, die es reflexiv zu bewältigen gilt, stellt in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion nicht nur einen Ausgangspunkt für die Begründung der Qualifizierungsbedeutsamkeit der Erziehungswissenschaft im Rahmen der LehrerInnenbildung dar, sondern auch für den Einsatz von Kasuistik. Von kasuistischer LehrerInnenbildung wird angenommen, dass sie zur Routinisierung eines reflexiven Umgangs mit Fällen aus der pädagogischen Praxis beiträgt, was nicht mit dem Versprechen, auch das hat Rolf Thorsten Kramer dargestellt, was nicht mit dem Versprechen auch auf die Vermittlung berufspraktischer Kompetenzen zu verwechseln ist. Die Kasuistik in der LehrerInnenbildung zielt vielmehr darauf, sich empirisch vorfindlichen Phänomenen pädagogischer Praxis in einer Haltung verstehenden Erschließens zuzuwenden und dabei Besonderes und Allgemeines in Relation zu setzen, ohne die Spezifik des konkreten Falls und die Dynamik und Eigensinnigkeit des jeweiligen sozialen Kontextes aus dem Blick zu verlieren. Es geht mit anderen Worten darum, die Aufmerksamkeit für die Kontingenz des pädagogischen Geschehens ebenso zu schärfen wie für die mit diesem pädagogischen Geschehen verbundenen machtvollen Anerkennungsordnungen. Das Ziel kasuistischer LehrerInnenbildung, die Aufmerksamkeit für die Kontingenz des pädagogischen Geschehens zu schärfen, wird in der universitären Praxis auf unterschiedliche Weise zu erreichen versucht. Petra Herzmann ist eben darauf eingegangen, dass in dem Fakultas-Projekt sich herausgestellt hat, dass in der erziehungswissenschaftlichen Lehre sehr unterschiedlich vorgegangen wird und sich da keine Muster in derselben Weise ausmachen lassen wie mitunter in anderen Fächern oder Fachdidaktik.
Und salopp formuliert könnte man also sagen, Kasuistik ist nicht gleich Kasuistik. Und dies zeigt sich auch in einer ganzen Reihe von Systematisierungen, die sowohl von Friederike Heinzel als auch von Richard Schmidt und Doris Wittek kürzlich mit je anderen Schwerpunkten zusammenfassend geordnet wurden. Ich beziehe mich hier, um der Veranschaulichung dieser Vielfalt unterschiedlicher Zugänge halber, auf eine idealtypische Unterscheidung von Kaya Kunze. Kunze differenziert zwischen einer rekonstruktiven Kasuistik und einer praxisreflexiven Kasuistik und spannt damit aus meiner Perspektive das Feld kasuistischer Lehrerinnenbildung sehr nachvollziehbar auf. Die zuerst genannte, also die rekonstruktive Variante, zeichnet sich durch die Orientierung an Forschungsmethoden und die Einklammerung von praktischen Fragen bzw. Handlungsoptionen zugunsten einer handlungsentlasteten Auseinandersetzung mit einzelnen Fällen aus, anhand derer Erkenntnisbildungsprozesse unter anderem verfolgt werden. Die praxisreflexive Kasuistik ist demgegenüber dadurch gekennzeichnet, dass praktische Handlungsprobleme und Angemessenheitsfragen im Zentrum einer von Forschungsmethoden unabhängigen, fallbasierten und sehr stark auf die Lösung von praktischen Handlungsproblemen zielenden Diskussionen stehen. In der Lehrerinnenbildungspraxis zeigen sich bezüglich dieser idealtypisch bestimmten Varianten von Kasuistik vielfältige Mischformen, die sich über die genannten Kriterien hinaus in der Relevanz unterscheiden, die sie der Bezugnahme auf wissenschaftliche Theorien beimessen, sowie in der Art und Weise, wie ein Fall präsentiert bzw. wie ein Fall zum Fall wird. Und auch die Ideen dessen, was Reflexivität im Detail ausmacht und in welchem Verhältnis sie zur Routine steht, variieren im Hinblick auf verschiedene Varianten von Kasuistik deutlich. Und ich möchte das exemplarisch für zwei Varianten rekonstruktiver Kasuistik konkretisieren. Für die Ausbildung eines wissenschaftlich reflexiven Habitus, wie er von Rolf Thorsten Kramer als Perspektive universitärer Lehrerinnenbildung genannt wurde, kommt zumindest in programmatischer Reihenform, vor allem Varianten mehr oder minder deutlich an rekonstruktiven Forschungsverfahren orientierter, handlungsentlasteter Formen der Kasuistik zum Einsatz, in denen der Fokus sequenzanalytisch auf Protokolle sozialer Wirklichkeit in pädagogischen Institutionen gerichtet wird. Die zu erwerbende Reflexivität besteht in dieser Perspektive in einem habitualisierten Misstrauen gegenüber subsumptiven Deutungen sowie in einem Wissen um die Antinomien pädagogischen Handelns, die von Rolf Thorsten Kramer auch kurz erwähnt wurden in seinem Vortrag. In praktikentheoretischer Perspektive, auch dies eine Variante rekonstruktiver Kasuistik, und da schließe ich mich jetzt an Überlegungen von Till Sebastian Idel, Sabine Reh, Kerstin Rabenstein sowie Anna Schütz an und nehme das angesprochene Verhältnis von Reflexivität und Routine wieder auf, steht die detaillierte Beobachtung pädagogischer Praktiken und ihrer Verkettungen im Rahmen pädagogischer Anerkennungsordnungen im Mittelpunkt. Praktiken des Beobachtens sind sowohl wissenschaftlich relevant als auch für die pädagogische Praxis. Praktiken der Beobachtung und der Rekonstruktion dieser Beobachtung im Hinblick auf das pädagogische Anerkennungsgeschehen können im Studium kultiviert und im Sinne einer Routinisierung von Reflexivität geübt werden. Bevor ich auf den Punkt der Übung zurückkomme, möchte ich das Verhältnis von Routine und Reflexivität auch vor dem Hintergrund eines Blickes auf Forschung zur Praxis kasuistischer Lehrerinnenbildung noch einmal aufgreifen. Die zunehmende Zahl nicht nur an theoretisch und konzeptionell ausgerichteten Veröffentlichungen zur Kasuistik in der Lehrerinnenbildung, sondern auch von Forschungsergebnissen zur Praxis kasuistischer Lehrerinnenbildung, wenngleich diese immer noch deutlich ausbaufähig ist, verweist dieses kaum überraschend und für die weitere Verständigung darüber, was in der Lehrerinnenbildung geschieht und geschehen kann, doch entscheidend auf eine große Vielfalt an Mischformen und Ansprüchen hinsichtlich des jeweils zu erwerbenden Wissens. Dies gilt auch in Bezug auf Ansätze, die von einer grundlegenden Differenz von Wissen und Können ausgehen, so wie ich sie eben auch aufgenommen habe.
Also hier besteht also weiterer Diskussionsbedarf, und weiterer Diskussionsbedarf besteht jedoch nicht nur hinsichtlich der Art des zu erwerbenden Wissens, das geografischer Art, sozialtheoretischer, methodologischer oder gegenstandstheoretischer Art sein soll, und dann auch jeweils verschiedene Konsequenzen dafür hat, was zum Fall gemacht wird und wie Reflexivität kultiviert werden kann. Es zeigen sich vielmehr eine ganze Reihe von Herausforderungen, an denen die hohen Erwartungen deutlich werden, durch die sich kasuistische Lehrerinnenbildung auszeichnet. Und mit ihr die Lehrerinnenbildung insgesamt. Mit Alexandra Damm und Julia Steinwand habe ich beispielsweise herausgearbeitet, wie voraussetzungsvoll die Gestaltung kasuistischer Lehrerinnenbildung für Dozierende ist, die zum einen selbst in der Lage sein müssen, fallrekonstruktiv zu arbeiten und zum anderen gefordert sind, die Studierenden in die rekonstruktive Arbeit mit Fällen zu involvieren. Obgleich die Dozierenden idealtypisch zu Sozialisationsinstanzen in wissenschaftliche Praxis werden, kommen sie um den Umgang mit Vermittlungsansprüchen nicht herum und müssen, insofern sie nicht auf eine etablierte wissenschaftliche Diskurskultur setzen können, doch zumindest in Forschungsverfahren einführen. Daraus ergibt sich meines Erachtens die Notwendigkeit, im Kontext des Einsatzes von Kasuistik in der Lehrerinnenbildung hochschuldidaktische Fragen ebenso weiter zu diskutieren wie solche epistemologischer Art, sodass ich dem Plädoyer von Rolf Thorsten Kramer für echte Erziehungswissenschaft in der Lehrerinnenbildung nachdrücklich zustimme, sofern damit die nicht trivialisierte Auseinandersetzung mit grundlegenden Theorien, Befunden und Forschungsansätzen gemeint ist. Zugleich möchte ich jedoch hervorheben, dass dies dennoch Übersetzungsarbeit erfordert und kaum ohne eine Form des Übens wissenschaftlicher Praktiken in diesem Falle, etwa des argumentativen Gegeneinanderführens verschiedener Perspektiven und Paradigmen, der wiederholten fallrekonstruktiven Arbeit über den Verlauf des Studiums hinweg, wie anders soll die Sozialisation in den wissenschaftlichen Habitus sonst stattfinden, gelingen kann und funktionieren kann. Ich würde es hierbei belassen. Also vor dem Hintergrund meiner hier notwendigerweise skizzenhaften Ausführungen möchte ich also für eine Präzisierung des Verhältnisses von Routine und Reflexivität in der Ausbildung eines wissenschaftlichen Habitus werben. Ich denke, Petra Herzmann ist eben darauf eingegangen, Rolf Thorsten Kramer ist in seinem Vortrag auch schon darauf eingegangen, und ich möchte nochmal unterstreichen, dass ich es wichtig finde, da auch weiter im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank an die drei Referierenden, Herr Kramer, Frau Herzmann und Frau Moldenhauer. Wir steigen nun direkt ein in die Diskussion.